Ich glaube, es wird sogar mehr Spaß machen, einen 27-Unge-Videos-Marathon, weil es da ja ganz unterschiedliche Reaktionen sind und ganz unterschiedliche Videos sind. Ja, Leute, das ist kein Clickbait. Ich habe wirklich an Weihnachten 24 Stunden am Stück Unge angeschaut. Ich bin ein Psychopath! Kurz bevor es losgeht, der Grund, warum das Video fast eineinhalb Monate später rauskommt, ist, dass ich einfach übelst lang gebraucht habe, das Skript zu schreiben, einfach keine Ideen gibt. Also tut mir leid, aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Ihr wisst ja, draußen laut so ein kleines Virus, wegen dem wir einen Lockdown haben, der dazu gesorgt, dass das Laden meiner Mutter über zwei Monate mittlerweile geschlossen ist. Und da war mir schon klar, dieses Mal Weihnachten wird ein bisschen anders. Normalerweise feiern wir Weihnachten, dass wir einfach nur Geschenke bekommen und das war's. Und da ich dieses Jahr kein Weihnachten habe, dachte ich mir, hey, ich mache einfach einen weiteren 24-Stunden-YouTuber-Marathon und mach das Weihnachten von anderen Leuten besser. Vor drei Monaten habe ich meinen ersten 24-Stunden-Marathon gemacht, das war ein 24-Stunden-CEO-Marathon. Und in einer Reaction meinte CEO, es wäre viel unterhaltsamer, eigentlich einen 24-Stunden-Unge-Marathon zu machen. Und da dachte ich mir, okay, Boys, here we go. Ey, ohne Scheiß, Leute, noch neues Trinkspiel. Jedes Mal, wenn ich 24 Stunden sage, trinken wir ein halbes Glas Wasser. Ich schneide gerade das Video und ich bemerke gerade, ich verschluck die ganze Zeit irgendwelche Wörter. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also beschloss ich einen zweiten Versuch zu machen, seinen 24 Stunden ungemacht. Ich habe mit After Effects zwei Counter erstellt, einen Counter vor dem Stream und halt einen Counter, über den ganzen Stream läuft. Außerdem habe ich mein 24-Stunden-CEO-Marathon-Video analysiert und mir überlegt, was kann ich in dem Stream jetzt verbessern, was ich im ersten Stream nicht bemerkt habe oder auch nicht wusste. Und ich wurde fündig. Ich habe die vier Grundlagen gefunden für einen erfolgreichen 24-Stunden-Marathon. Erstens Gesellschaft. Zweitens Abwechslung beim Content, drittens Bewegung und viertens einen komplett zerstörten Schlafrhythmus. Als erstes habe ich ein paar Freunde von mir angerufen, aber die Antwort war meistens diese. Hast du Bock, an meinem 24-Stunden-Unge-Marathon mitzumachen? Wann ist es denn? Am 24. Dezember. Ja, bist du dumm? Das Heiligabend. Außerdem stellte ich meine Playlist mit unterschiedlichen Dingen, die es auf Unges Kanal gab, von Reactions bis Real Talks und sogar alte Minecraft-Runden. Dazu habe ich mein Setup so umgebaut, dass ich währenddessen einfach aufstehen kann und mich wieder hinsetzen kann, ohne da auf irgendeine Technik zu verschieben. Was ganz praktisch ist, weil Bewegung, ne? Mehr Bewegung, weniger Müdigkeit, you know? Nein? Okay. Und zu guter Letzt, Punkt 4, einen komplett zerstörten Schlafrhythmus. Ich meine es ernst, es hilft wirklich immens. Wenn ihr sowas wirklich nachmachen wollt, was ich nicht empfehle, weil das ist echt gefährlich. Und beim ersten Mal muss ich von der Schule abgeholt werden nach sowas. 5 bis 3 Tage vor dem Stream geht einfach jedes Mal ein paar Stunden später ins Bett, 2-3 Stunden später ins Bett, damit ihr einfach jedes Mal länger wach bleibt. Dann trainiert ihr euren Körper so ein bisschen für ein paar Tage Sonne, habe ich auch gemacht. Okay, aber da ist einfach eine beschissene Schlafrhythmus hatte. Nachdem alles fertig geplant war, startete ich den Stream mit einem guten Gefühl. Ich habe nun aus meinen Fehlern gelernt und vom letzten Stream viele Dinge verbessert, die ich im ersten Stream gar nicht bemerkt habe. Und ja, damit fing alles an. 24 Stunden ab jetzt. Boah, Leute. Man merkt hier, ungefähr die Partout. Und hinten, ich kann mal kurz mal die Kamera kurz umschwenken auf die Frontcam. Ich saß gestern bis 4 morgens dran für diese Kacke. Ich weiß, Leute, es sieht nicht schön aus, okay? Es hat aber so ein funny Vibe. Ich find's cool. Es hat so ein funny Vibe, Jungs. Im Laufe des Streams sind viele Clips entstanden. Deshalb gibt's am Ende des Videos noch einen Supercut von den witzigsten Clips aus dem ganzen Stream. Ab hier können wir eigentlich schon bis zum Ende springen. Denn außer, dass ich jede zweite Stunde mit einer Luftschlange gefeiert habe und mich totgelacht habe, ist im Stream eigentlich gar nicht großartiges passiert, was ich erzählen konnte. Es war einfach nur ein langer, spaßiger Stream. Gegen Ende wurde es nochmal richtig schwer. Die Zeit verging immer langsamer, meine Gedanken schweiften immer mehr und mehr ab. Obwohl ich diesmal die ganze Zeit wach war, nie wirklich müde war, war ich am Ende einfach nur lost. Fuck. Ist nicht Brandenburg eine Stadt? Aber als es langsam aber sicher Richtung Final Hour ging, war ich wieder wach und voller Energie. Die letzte Stunde ging so schnell vorbei und als ich realisierte, dass ich noch 5 Minuten habe, wollte ich noch unbedingt noch ein paar weitere Videos anschauen, als der Counter die letzte Minute erreichte und damit
das Ende dieses Streams bedeutete. Ich habe nochmal das Ende richtig genossen. Wir haben am Ende noch den Türsteher-Song gesungen. Ich habe sogar eine Wunderkerze angemacht. Und ich möchte mich hier nochmal kurz bedanken an alle, die im Stream dabei waren und mich supportet haben. Und dass wir trotz Heiligabend nie unter 7 Zuschauer waren. Um 3 Uhr morgens, um 18 Uhr, wo alle ihre Geschenke auspacken und ihre Familie feiern. Wir waren nie unter 7 Zuschauer. Das ist krass und es ist echt keine Selbstständigkeit und es bedeutet mir echt viel. Und dann nochmal ein großes Dankeschön geht an die Leute raus, die mit mir im Discord gechillt haben und mich damit supportet haben. Und danke an alle, die alles Witzige geklippt haben und die Mods weniger witzige Texte weggetimedet haben. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Clips aus dem ganzen Stream. Aber bleibt immer noch dran, denn in dieser Aufnahme hier gerade sind so viele Outtakes. Also bleibt dran, am Ende kommen alle Outtakes. Die sind echt funny. Hab ich meinen Hund gefickt? Ich hab's vergessen. Vor allem das Einhorn ist mitgestorben. Regenbogen lebt ja. Ist nicht so schwer, es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest eine Glatze und eine große Nase. Von SpongeBob gedisst. Oh mein Gott. Die Einzelnen, die Einzelnen, die Wacken, die Wacken, die Wacken, die Wacken, die ich meine, es bockt sich schon irgendwie und sagen, das könnte man echt sozusagen so meine kleine Sache machen. So mein Trend. Motto, ich studiere YouTuber in 24 Stunden, weil ich bin mit hart, Junge. Hast du mehr? Oh, da kam Schokolade mit hoch. Da kam Schoki. Stimmt, genau. Warum ist eigentlich sein... dein... hier? Meine Mama kommt nächste Woche Donnerstag vorbei. Der Junge, der klingt wie eine Robbe. Wie dieses Piano wieder zugeht. Oh mein Gott. Moin, Real Gaming. Meine Damen und Herren, schließen Sie Ihre Augen. Hören Sie auf diesen ASMR-Sound. Okay. Oh ja. Jetzt reicht's. Ikidogun. Jesus. Ikidogun. Jesus. Ikidogun. Iki. Nein. Ich weiß schon, was passieren wird. Nein. Die Küche. Die Küche ist extra weiß, die ganze Wand ist extra weiß und leer, weil es wird jetzt alles voll explodieren, es wird alles voll spritzen. Yo! Was ist, das geht eigentlich ab in den internationalen Meme-Videos, Alter, ich raff da gar nichts. Oh, what comment? Was? Ach, was? Was? What Cement Mixer you are? Welcher Zementmischer bist du? Oh mein Gott. Wie ich mit 8 Jahren SingStar auf der Wii gespielt habe.
Kiss me until I know your past is gone. Und ich habe keine VB angegeben. Ich habe aber nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade ein Bußgeldverfahren am Arsch wegen Auto und echt kein Geld für ein... Für einen TV. Er hat kein Geld für einen TV kaufen. Jo, was ist denn mit ihm? Was hä? Ich hab grad Instagram geöffnet, da war grad so ein fucking Silvester-Scheiß-Video, dieses. Wo dann jemand so. So pfeift und dann so drauf, da hab ich grad so erschrocken. What the fuck? Drin. Hä, wer ist das? Welches Pokémon ist das? Hallo! Oh mein Gott. Hey, mir geht's total gut. Und hier haben wir noch einen Hund. Hallo. Das ist der Peso. Das ist der Peso. Peso. Seine Marke heißt ja Peso. Und hier haben wir noch einen Hund. Hallo. Das ist der Peso. Das ist der Peso. Sina. Leute, was ist 8 plus 4? Ich bin gerade echt zu dumm zum Rechnen. Zum Glück ist das ein Schaumstoffboden und natürlich ist das hier aus einer Filmszene. Das ist ein professioneller Stuntman und das ist alles natürlich nur ein Filmset. Zum Glück hat er sich nicht verletzt, weil das wollen wir nicht, ne? Natürlich, jeder kriegt einfach einen Arschbohrer. Man kennt. Und du machst auch noch mehr Sachen. Aber nix mit deinem nix was Arschbohrermäßiges. Schlimmer. Oh, Monte Pedro. Oh mein Gott. Kinder sagen immer die Wahrheit. Du stellst. Wie ist es mit den Händen so? Ja, aber du. Monte. Ja, du wolltest ihn wegschmeißen, du Arschloch. Ey, mein Kopfhörer! Ja. Wohin denn, meine Großmutter fragt dich schon. Ey, da hinten sind so Blumen und so ein heftiger Scheiß. Ey, das Konzept wird immer nice. Korrekt, danke. Wo soll hier der Blumen sein? Hier sind Essen und Cola-Dosen, mir egal. Ich geh erstmal Taschengeld bei Oma holen. Nice, oh, bei diesen Lego-Musik. Junge, alles geil. Weißt du? Ja! Oh, die hatten wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Jesus, oh yeah, sing! Jesus, oh yeah! Jesus! Okay, let's go. Wir gehen rüber zu Unsere Party TV, gucken uns das Video an, was er gemacht ja, hat. Ja, was kochen. Lilly wird neuer Purette. Jo, was geht Fenster aus der Arm, Fenster aus der Arm! Für Lieferung geschossen. Oh Mann, nein! Ah nein! Ah nein! Boah, Junge, Alter. Dein Huster klang gerade wie eine Flöte. Ja, ich weiß. Der Katze. Ja! Was kannst du eigentlich denn? Ich kann echt nicht werfen, Junge. Junge. Ich wurde gesniped! Morgen ist besser, weiß ich nicht, Kopf rechnen oder den schwierigen Anruf, den mache ich besser später, da bin ich wacher, da kann ich besser reden. Zu anderen Zeiten kann ich vielleicht besser schreiben oder irgendwas. Ja, dann kann man diese Erfahrung. Ich habe gerade gegähnt und plötzlich konnte ich besser hören. Bis 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, um Heiligabend zu schirren. Wir hatten die ganze Zeit über 10 Zuschauer. Die ganze Zeit über 10 Zuschauer. Ich liebe euch dafür, Alter. Ganz zu wild zu bescheren. Ja, Junge, auch. Das ist zu wild, Junge. Into the memes. Let's go.
Ich, also unter mir ist so eine Platte für halt einen Stuhl, damit es halt besser kratzt. Ich drücke gerade auf ein Ding. Fuck! Scheiße! Mittlerweile eine Million Likes. Alter, Fabio Wittmer, wer bist du und was, was machst du? Oh, Quirly hat sogar kommentiert. Ich muss den ganzen Chat hier raus. Sogar Quirly hat kommentiert. Fuck, was machst du? Alter, was für eine Arbeit. Mach's gescheit auf! Respekt. Ja. Alter! Okay. Das alleine. Ich versuch's immer mit den Zehen. Wir klippen das. Mach doch mal deinen Schwinkel weg. Boah! Oh, deine Schminke. Voller Zuversicht. Hä? Hä, ich verstehe. Hä? Tasteten die beiden zum alten Kackefeld. Hey, wo ist denn? Hey! Ich hab quasi schon gewonnen, stell den Nerven für mich gehört. Ich bin fast schon angekommen, use the Bundes nicht im Wahl. Glaube nicht, bin schon lange. Stunde verpasst? Ja, 20 Minuten und 46, wir haben vor 4 Minuten verpasst, komm. Leute, ey, Leute, erstmal. Wenn sie nicht gestorben sind, dann rennen sie noch heute. Die Stunde ist rum, oh fuck, Jungs. Mann, warum kannst du mich schon mal bei mir? Das ist alles ruiniert, Junge, das ist alles ruiniert. Wenn ich fertig bin. Okay, Lilly, komm, let's go. Und 5, 4, 3, 2, 1. Los, komm. Lass mich mal. Das geht dir auf den Kopf. Was ist das denn? Die Lachen-Challenges sind mein Spezialgebiet. Ich denke, euch werdet auf jeden Fall keine Probleme haben, nicht zu lachen. Let's go, der Hase. So, bleib bevor der Hase. Bevor der Hase. Aber jetzt lostippt. Kurze Anmerkung. Wir haben gleich die Stunde rum. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt erstens, dass wir neue Scheiße machen können. Zucker, blöd. Geht's auf hier. Junge. It's the final brain cell. Leute, hat die Bäckerei heute zum Weihnachtstag offen? Oh, wir haben nämlich einen Counter rum. Okay, so ganz kurz. Bevor das jetzt losgeht, Leute, wir haben gleich die 3-Stunden-Marke rum. Das heißt, oh ja, wir haben dann streame ich schon seit 21 fucking Stunden. Gar über 7 aktive Zuschauer die ganze Zeit zu haben. Darauf erstmal kurz, mal sagen. Was ist das?
Mami, bin ich im Fernsehen? Es geht mal rein, Alter. So ein Scheißgeräusch, ich sehe nur diesen Typen. Der im Bruder Seftik ist am Start. Der schaut mit uns jetzt hier. Den Streamern, let's go. Ey, der Count hat gerade gebuggt. Der Count hat einfach gerade gebuggt, Dude. Nein! Digga, mir fällt nichts ein. Vor 3 Monaten... Digga, ich hab echt keinen Plan, was ich sagen soll. Ich wollte es ein bisschen funny machen. nein. War das gut? Kann man es nüssen? Nein. Okay. Hast du es gerade gehört? Ich hab Luft verschluckt. Ich so. Nein. Junge, krieg mal Ausrasten, Digga. Digga. Janas hat Zukunft. Viel Spaß, dir das alles zusammenzuschneiden zu einer guten Scheiße, Digga. Danke, Digga. Hab ich doch gern gemacht. Es ist 7 Uhr morgens. Ich hab 12 Stunden Online-Unterricht. Ich hab gar nicht geschlafen, Digga. Danke. Außerdem. Digga, jetzt kratzt mein Rücken. Digga. Jetzt verstehe ich aber den ganzen Leuten immer so machen. So blablabla. Digga, es geht einfach los. Es ist ohne Scheiß, Mann. Okay. Hallo, Unge. Ja, Digga. Okay. Und ich wurde fündig. Nein, das klang komisch. Ich bin Minecraft Village. Do